Hey Leute, Bardo hier und willkommen zum letzten Video, was ich zu Plague Inc. machen werde. Weil ich habe alles vorgestellt, was ich vorstellen kann und ich komme nicht mehr weiter. Und es fehlt noch der Nanovirus und die Biowaffe und die kriege ich einfach nicht freigespielt. Ich habe mal gegoogelt, wie ich den Nanovirus kriege und wenn ich das bei Google eingebe, steht da, du musst Prion auf Mittel schaffen. Habe ich schon geschafft. Es ist für mich ein bisschen irritierend, wie ich das schaffen soll. Ich denke, ich muss auch Necroa-Virus auf normal schaffen. Finde ich aber zu schwer. Und ich wollte auch das Projekt einfach still und heimlich sterben lassen. Aber ich hatte Zeltkatze ja versprochen. Zeltkatze ist eine Katze, die meine Videos guckt, seit 9 Jahren oder so. Und ich hatte Zeltkatze versprochen, dass eine tödliche Krankheit nach ihr benannt wird. Und deswegen versuche ich nochmal Necroa-Virus auf Mittel. Ich habe das versucht. Nicht nur ein bisschen, ich habe das versucht für Stunden. Ich habe ein Tutorial mir angeguckt und versucht, das nachzumachen. Hat alles nichts gebracht. Wir heißen jetzt Zeltkatze. Wir sind der Zombie-Virus-Zeltkatze. Projekt auf war auch ganz cool. So als Lückenfüller, fand ich, konnte man das schon auf jeden Fall reinwerfen. Das war fun. Und ich habe auch noch das, was ich aus dem Tutorial gesehen habe, so halb noch im Kopf. Ich habe kein Selbstbewusstsein, dass wir jetzt hier die gesamte Menschheit zu Zombies verwandeln können. In diesem Spiel geht es nämlich darum, dass wir eine Krankheit sind. Beziehungsweise ich lenke die Krankheit so ein bisschen. So, wir gehen jetzt hier auf Wasser. Und wir müssen halt die gesamte Menschheit töten. Ist aber wichtig, dass es nicht unsere Menschheit, sondern es ist die Menschheit aus einer Parallelwelt, wo alle böse sind. Das sage ich dazu, weil ansonsten wäre das Spiel ja ein bisschen dunkel so vom Thema. Deswegen ganz, ganz wichtig, wir sind hier in einer Welt, da sind alle Menschen böse. Alle. Und da wir hier auch Tiere anstecken, die Tiere sind auch böse. Weil ich meine, du kannst ja da links... Aber das mache ich gar nicht, okay. Du kannst normalerweise auch Tiere mit benutzen. Nur Zeltkatze ist nicht böse, das ist wichtig. Zeltkatze hat Tausende in China infiziert. Ja, die werden zu Katzenzombies, ne? Halb Katze, halb Zelt, nee Quatsch, ein Drittel Zelt, ein Drittel Katze, ein Drittel Zombie. Das ist eine gute Krankheit. Ja, ich werde das gleich vielleicht nochmal mit was anderem versuchen. Also ich kann es natürlich auch jetzt gerne fürs Video so lange versuchen, bis ich das hinkriege. Ich sehe nur nicht die Vision, dass ich das überhaupt hinkriegen werde, ne? Und ich habe es auf leicht einmal geschafft, ne? So, jetzt muss man sagen, ey, nice. Mit ultra Glück. Bells macht eine Basis, wenn die merken, okay, Zombies sind da. Und die haben die Basis genau da gemacht, wo ich viele Zombies hatte. Und dann konnte man die Zombies einfach zerfetzen. Zeltkatze hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als Tuberkulose. Das ist doch eine erfreuliche Nachricht. Wir sind auch in Europa. Gehe ich hier drauf. Oh, Alter. Während der Suche von einem Arzt in Zentral... Ja, okay, wir wurden schon entdeckt. Hitzestufe 2 finde ich eigentlich unnötig. Mache ich vielleicht nicht. Wurde zum Tutorial gemacht, ich ignoriere das. Weil die werden auf jeden Fall ein Heilmittel finden. Was du aber brauchst, du musst halt hier zum Punkt ungefähr kommen. Weil da werden die Menschen in Zombies verwandelt und das ist der Punkt, den du erreichen musst. Es war im Tutorial. Im Tutorial wurde gesagt, man soll das so machen. Ich mache das gerade noch so wie im Tutorial von den Skillungen. In ja, dann haben die das. Ich muss halt noch ultra viel skillen. Oh, haben wir wirklich? Nice. Okay, normalerweise wartet man jetzt ein bisschen, bis man die Menschen zu Zombies verwandelt. Ich könnte es aber jetzt schon machen eigentlich. Und wir sind auch in Grönland. Oh, das könnte gut sein, ehrlich gesagt. Wir sind in vielen Ländern gerade drin. Wir sind in jedem Land drin. Oder hier? Ja, wir sind noch nicht in Island drin. Dann warte ich noch ein bisschen. Na komm, jetzt Zombie-Shit, Zombie-Shit. Jetzt hier oben das mit den Wandeln machen. So, jetzt haben wir Zombies. Ich kann die Zombies in andere Länder schicken. Ich mache auch mal da. Das ist nach wie vor wie im Tutorial. Und jetzt ist im Grunde eine Frage, wie manage ich die Zombies, die ich habe. Und die unteren Punkte hier, die soll man wohl ignorieren. Die im Tutorial hat, meine ich, hier das geskillt und dann nach unten ein bisschen geskillt. Schick mal da, wo wir 17 Millionen haben, mal dahin. Das glaube ich halt wichtig. In Grönland habe ich 200. Was? Oh, das geht. Ich dachte, das wäre zu weit. Ich skill mal das. Wir haben noch ein Symptom gekriegt. Wir haben aber tatsächlich gerade einen ganz guten Lauf. Wir haben... Oh, ja. Wir haben die ganze Welt quasi erobert. Ich muss jetzt nur die Zombies... gut verteilen, dass wir noch mehr erobern und uns weiter ausbreiten können. So, und jetzt skill ich auch gleich nochmal da, wenn ich den nächsten Punkt kriege. Da, guck, wir machen richtig... Weil jedes Land, wo du Zombies hast, gibt dir Punkte. Und was halt das Gute ist, die Menschen haben nur hier Finnland. Das ist die ein... Island. Island, nicht Finnland. Finnland ist weiter rechts. Also ich muss jetzt im Grunde nur die Zombies gut rumschieben und dann irgendwann... Wenn ich da welche nach oben schicken will, gehen da hin. Nicht viele, ne? Und Ressourcen und seine Operationen. Okay, die breiten jetzt ihre Operation aus. Lassen Teile der Haut verhärten und kalte Fleischzombies eine Kampfvorteile. Mache ich mal das. Ich sollte vielleicht auch das machen mit dem Wiederbeleben, ehrlich gesagt. Pause, 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 Pause. Da unten haben die jetzt eine Station gemacht. Ich schicke jetzt ganz viele Zombies dahin. In das Land. Wobei, ich habe da schon 65 Millionen. Ah, ich schicke da noch mehr hin.
dass wir die Basis einfach kaputt machen. Die Hauptbasis von ZCOM in Zentralafrika wurde von einer unaufhaltsamen Zombie-Horde zerstört. Es gibt keine Überlebenden. Das ist doch gut. Das ist das, was ich höre. So, jetzt machen wir hier die Wiederbelebungsfähigkeit. Das heißt, in Ländern, wo ich dann wenig Zombies habe, kann ich welche wieder hochholen. Da oben nochmal Punkte. Im Grunde ist es halt ich gegen Island. Ich muss Island irgendwie down kriegen. Da ich halt da recht wenig habe, ist das ein Problem. Ich weiß es nicht. Ich schicke da mal noch mehr hin. Oder unten ist gar nicht schlecht aus deren Sicht, weil da habe ich null Zombies. Aber meine Zombies sterben halt jetzt aus, ist das Ding, ne? Hätte ich Island irgendwann überrennen müssen, hast du diesen Modus mit einer großen Leidenschaft. Ich hatte ein perfektes Setup, aber nein, die Menschen mussten ja unbedingt in Island sich eine Festung erobern. Die Menschen als Zeltkatze, ja. Aber ich konnte ja auch nicht einfach nur Zombies nach Island schicken. Ich musste ja auch die anderen Angriffe verteidigen und so. Ich check das nicht. Die Weltmeisterschaft wurde aus Angst vor Zeltkatze abgebrochen. Wieso haben die Angst vor einer Katze? Was ist denn los mit den Menschen? Gerade quasi null Punkte. Oh, die haben gar nicht in Island das gestartet, sondern in Schweden. Ich move mal ein paar von den Zombies nach da und ein paar von denen nach da. So, dass wir uns ein bisschen ausbreiten, dass wir mehr Länder haben. Weil jedes Land gibt mir ja Punkte, auch wenn wir da jetzt halt nur 3 Zombies haben oder so. 18, ja. Ist ja original egal. Dahin. Wir haben ja auch schon... Nee, in Schweden haben wir noch gar keine Zombies. Einfach mal Zombies rein, nur um Stress zu machen. So, ich skill mal hier. So, und jetzt gucken. Oder so, komm, scheiß drauf. Ich mach mal die Zombies besser. Ich move nochmal Zombies nach Schweden. Haben wir da jetzt was eigentlich? 2 Zombies. 5 Tote. Ich mach jetzt einfach direkt die scheiß Basis kaputt. Mal als Taktik. Wir machen jetzt Island. Warte. Punkte. Okay, es hat nichts gebracht, da Zombies hinzuschicken. Die gehen einfach instant kaputt. Was ist das? Auf der Karibik? Okay, auf der Karibik habe ich aber gerade ein paar Zombies. 4000. Was haben die denn da für eine Basis? Ich hab da halt nichts. Aber deswegen schicke ich ja Zombies hin. Was soll ich denn tun, außer Zombies hinzuschicken? Die machen jetzt halt überall ihre Basen hin. Weil was soll ich, wie soll ich denn Zombies da hinschicken? Ich werde ein Land an, da sind 8 Millionen Zombies fast. Ich schicke die mal hier hin. Wie viele Zombies gehen jetzt da hin? Ein paar. Wir haben da jetzt 22 Millionen Zombies. Ich klicke die mal an. Geht mal nach Finnland. Wie viele Zombies haben wir jetzt in Finnland? Ich mach das sogar nochmal. Ist 4. 4 mehr oder was? 500.000. Oder eben eine Atombombe auf Angola geworfen. Okay, ich werfe jetzt, hier sind 500.000 Zombies. Ich schicke die jetzt alle dahin und die müssen doch diese scheiß Basis kaputt kriegen, wenn ich da 500.000 Zombies hinschicke. Aber was kommt an? Ich schicke gefühlt Millionen Zombies hin. Wie viele sind da? 3, 2, 0. Wie soll man denn so irgendeine Basis kaputt machen? 900.000 Zombies. Geht dahin. Wie viele kommen an? 11. Das ist doch kein gut gemachter Modus. Also jetzt hier sogar eine Basis haben, wo ich 1 Million Zombies habe, ist frech. Als ob 1 Million Zombies von mir nicht diese eine Basis kaputt kriegen. Ist halt einfach Dreck, ich check das nicht. Auch hier, ne, das sind 800.000 Zombies. Fällt die Basis mal? Nee, da geht's gut. Wie kann die denn stehen? Wie kann diese Basis dann noch stehen? Es ist nicht logisch. Ich kann da Zombies hinschicken wie ein Trottel. Ich habe das sogar verbessert, dass die Zombies besser sind, die ich da hinschicke. Bringt halt gar nichts. Und während ich jetzt hier 300.000 mal Zombies hinschicken muss, um halt Norwegen zu befreien von der Station, bauen sich die Menschen 50 neue Basen auf. Es wirkt nicht logisch. Jetzt Norwegen überrannt. Nachdem ich 50.000 mal Zombies hinschicken musste. Gut, es geht runter. 1 Million, 900.000. Ja, haben die halt einfach jetzt 1 Million Zombies innerhalb von 5 Tagen kaputt gemacht. Ich hier das skillen, dass die Zombies quasi länger leben. Muss immer neu starten. Ich versuch's noch einmal. Nicht wirklich, aber es ist das Einzige, was... Es ist ja... Okay, die machen einfach jetzt nur mal eine Basis in anderen Ländern. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich habe da Zombies hingeschickt. Die gesamte Welt ist quasi tot. Ne? Aber Hauptsache Italien zerbombt mich einfach noch. Und ich habe ja schon Verwirrungsprozess runtergesetzt. Also ich kann da gar nicht so viel mehr machen. Aber nee, hatten wir 5 Millionen Zombies. Hat nicht gereicht. Ja, warum ich da so Probleme habe. Ich mach's mal auf leicht. Ich krieg's auf leicht halt wahrscheinlich hin. Aber vielleicht, ne? Also jetzt vielleicht. Ich hätte vielleicht meine Zombies nochmal tödlicher machen sollen. Aber ich find's nach wie vor eigentlich nicht unlogisch, halt viele Zombies nach Italien zu schicken. Wenn Italien halt quasi umzingelt ist. Also alle Länder außerhalb von Italien hatten so viele Zombies und da waren schon fast alles halt nur noch voller Zombies und normal, ne? Also in der echten Welt oder in Zombie-Film wäre Italien eine RIP gewesen, obwohl ich Horden an Zombies hinschicken wollte. Ich habe ja Zeit, bis wir das Heilmittel haben. Grönland mich jetzt auch drin. Okay, bin ich in jedem Land? Nur nicht ganz, okay. Eben hat ja auch nur Marokko gemacht, dass ich RIP gehe, ne? Schlafstörung ist okay. Macht es, wenn es gefährlicher sind. 58 Tage. Braucht nur ein paar Punkte. Ich brauche nur ein paar Punkte. 18 Tage. Ich brauche nur ein paar Punkte. 16 Tage. 5 Punkte brauche ich. Ne, 2 Punkte brauche ich noch. 9 Tage. Ich brauche nur ein paar Punkte, Spiel. Ja, ich würde es gerne skillen, aber das Spiel gibt mir nicht die Punkte. Jetzt. Auf den Tag. Ach nee. Hä? Oh, mir fehlt sogar noch ein Punkt. Ja, gut. Die Menschen jetzt einfach geheilt. Zurückentwickeln kostet übrigens Punkte.
Also noch nicht ganz, 2 Millionen was, so. So, aber die Menschheit ist so gut wie geheilt. Das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt nichts werden. Höchstwahrscheinlich. Okay, jetzt gerade haben wir einen Moment erreicht, wo es auf einmal ganz schnell nach vorne geht. Aber es wird noch was mit den Zombies. Allerdings Kanada eine recht gute Basis. Oh, viele Punkte. Ich mach mal es mit dem Verwesungsprozess. Ich finde es mit dem Zombie-Wandeln ein bisschen Müll. Ich habe das Gefühl, das bringt halt fast gar nichts. So, jetzt gibt es hier 50.000 Punkte. Ich mach mal nochmal hier, dass die Zombies noch immer krasser sind. Ich mach die Zombies hier mal stärker. So, und jetzt mache ich mal nichts und ich verbessere mal nur, dass die Zombies besser sind. Und dann hoffe ich, dass die Zombies, die wir da oben haben, einfach jetzt Kanada überrennen. Okay, reicht nicht ganz. Aber ich kann da halt auch nichts hinschicken, das ist ja das Dumme, ne? Weil mich. Oh, 80 Punkte, lol. Okay, warte. Ich kann die absoluten Killer-Zombies machen hier unten. Ist halt alles cool bis auf Kanada, ne? Oh, Zahl geht tatsächlich auch in Kanada jetzt hoch. Wenn die Zombies halt so krass sind. Vielleicht wird das jetzt doch was. Ja, wir haben es jetzt. Weil ich finde, die Diskrepanz von leicht zu normal ist halt zu heftig. Ne, guck mal, wie easy das jetzt war. First try, ohne Probleme. Ich versuch's jetzt nochmal auf normal. Ja, die machen jetzt da ihre Basis in Grönland. Ich bin da leider nicht hingekommen. Und jetzt halt die Frage, wie soll ich jemals nach Grönland kommen? Wie soll ich da jemals, ne, ich sehe nicht, dass das gehen soll. Hab ich keine Ahnung, oh, okay, viele Punkte. Aber jetzt habe ich keine Ahnung, wie man das machen soll. Es fühlt sich an, ob die Punkte nutzlos sind, die ich habe. Aber ich bin halt nicht in Grönland drin, das ist halt ein bisschen lost, ne? Vampir-Zombies. Das klingt groß. So, Vampir-Time. Und das Ding ist jetzt halt, ne, also, meine Zombies sterben ja doch einfach aus. Auch cool. Hätte ich da jetzt halt was hingeschickt nach Grönland, dann wären da halt irgendwie 3 Zombies angekommen. Absolut Drecksmodus. Es ist nicht logisch, wie man das machen muss. Very cool. Sehr cooler Modus. Aber ich habe jetzt mein Wort gehalten. Ich habe Zeltkatze zu einer tödlichen Krankheit gemacht. Ich habe aber gezeigt, wie es funktioniert auf leicht. Nennt mir einen logischen Grund, warum nur 10 Zombies ankommen sollen, wenn ich Zombies von hier nach da schicke und hier sind 5 Millionen. Nennt mir einen logischen Grund. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.